Derweil streicht Boltax durch die schmalen und engen Gassen. Immer mal wieder eine Gasse, wo du zurückweichen musstest, einen anderen Weg wählen, aber dadurch, dass du so klein bist, vielleicht bist du zwar ein bisschen dick, aber dadurch, dass du so klein bist, kannst du dich dann doch an den Karten, an den Häusern vorbeischieben, bis du dann wieder an einem Stand stehst, wo Rattenspieße verkauft werden. Du kannst die hagere Gestalt erkennen, die dich beim letzten Mal, auch wenn es schon 2 Jahre her ist, verwiesen hatte, aber neben ihm steht derjenige, den du gesucht hast. Knüppler. Oh. Oh, Knüppler, hallo. Schön, dass es dir gut geht. Erinnerst du dich noch, wer ich bin? Du kennst mich? Ja, du hast uns mal vor 2 Jahren zu einem besonderen Haus geführt. Oh, jeder kennt Knüppler. Aber ich Ja, kenne dich nicht. ist nicht so schlimm. Wir haben vielleicht Arbeit für dich. Arbeit gut. Soll ich wen überfallen? Auf Meer musst du jemanden überfallen. Also, wir überfallen dann ganz viele Böse auf Meer. Piraten und so weiter. Aber so schnell kann ich nicht schwimmen. Nein, wir haben ein Schiff, ein richtiges. Ich kann auch nicht rudern. Ach, brauchst du nicht. Das Schiff fährt mit Segeln. Da bläst der Wind rein und das trägt das Schiff weiter nach vorn. Nur ich oder noch andere? Noch ganz viele andere, aber ich wollte dich dabei haben, weil ich mir gemerkt habe, dass du vor 2 Jahren uns nicht überfallen hast. Du hast dein Wort gehalten. Aber nur weil ihr kein Geld hattet. Das ist richtig. Ich habe euch gefragt und ihr habt gesagt, ihr habt kein Geld. Sonst Das hätte ist ich euch richtig. überfallen. Siehst du? Aber ist ja auch egal. Ich glaube, dass du auf diesem Schiff gut aufgehoben bist. Okay. Und wir geben dir Geld, wenn du mit aufs Schiff kommst. Soll ich noch Denk die an die. dreckigen Schurken holen? Ach ja, warum eigentlich nicht? Können die schwimmen? Bestimmt. Das klingt gut. Wie viele sind's denn? 50. 50. 50 Ja. dreckige Schurken. 50 dreckige Schurken. Das klingt sehr schön. Dann kommt doch einfach alle zusammen, wenn ihr fertig seid, in den halben Humpen. Ich warte da auf euch. Er mustert dich, guckt an deinem Gürtel entlang. Hast du Geld mit? Nein. Schade. Geld? Geld ist dann im halben Humpen. Da bekommt ihr dann euren ersten Lohn. Okay, sonst hätte ich dich überfallen. Ich weiß, aber ich habe ja kein Geld dabei. Du bist ganz schön klug. Ha, tja. Also, Knüppler, bis später. Wie heißt die Taverne? Halber Humpen. Halber Humpen. Genau. Okay. Ja. Knüppler. Und dann würde ich mich auch zum halben Humpen begeben, um dort am Auswahlverfahren teilzunehmen. Ja, derweil, Abelmir, du willst dir wo die Horasia ansehen? Ich vermute mal, die Offiziere, Steuerfrauen oder Männer, werden sich vermutlich in irgendeiner besseren Gaststätte aufhalten, wahrscheinlich bis sie zurückkehren oder ein anderer Heuer annehmen. Und ich würde die Offiziere aufsuchen, beziehungsweise die Steuerfrauen, Männer, wie auch immer. Ja, du kannst dich so ein bisschen umsehen. Würfel mal eine Gassenkundeprobe, ja. Okay. Muss natürlich jetzt die richtigen Tavernen finden. Zählt Kontakte oder? Ja, doch. Kontakte zählt. Lang genug in Zorgan. Das ist eine bekannte Stadt. Dir wird wohl gesagt, dass die Offiziere, zumindest diejenigen, die da waren, sich auch vor der Taverne sammeln, denn so war die Ausschreibung. Aber auf deinem Weg kannst du andere Leute aufsuchen, die wohl auch aus dem Horasreich kommen und nicht zu der Lamia gehörig sind, aber wohl aktuell hier sind. Und zwar eine Mannschaft aus Kanonieren. Die wohl einem Seeoffizier, der Geschützoffizier unterstehen, und zwar Herrn Nebelklang. Ja, ich würde den erstmal den Herrn Nebelklang erstmal in die nächste gute Taverne einladen, auf ein Ja. Glas Wein, Ja, wie Rotwein gesagt, natürlich. deine Kontakte haben dich weiterverwiesen und du kannst ihn dort finden, wie er in der Mitte der Taverne sitzt. Neben ihm prickelt trotz der Hitze von Zorgan im Praios ein kleines Feuerchen, ein kleiner Kamin, der hier entzündet worden ist, und er sitzt hier gerade in einer horasischen Uniform mit einem Wein. Ah, euch habe ich gesucht. Dürfte ich mich euch zu euch setzen? Ah, der Held, Mr. Herr Markus, richtig? Ihr habt eure Arbeit abgegeben.
In der Tat. Er gibt dir eine Visitenkarte. Ah, wunderbar. Die lesen wir immer durch, genau. Ja, Herrn Nebelklang. Und er ist Seeoffizier, ausgebildet im Horasreich, hat dort auch schon gedient. Und auf der Rückseite kannst du dann neben dem Wappen, das er führt, auch erkennen, dass er wohl laut diesem heraldischen Symbol in der Seeschlacht von Frykaios gedient hat. Ausgezeichnet. Sagt, seid ihr schon in Lohn und Brot auf einem anderen Schiff? Zurzeit noch nicht, nein. Wir stehen zu Diensten. Sowohl ich als auch mein Quartiermeister Al-Jassir ibn Murik. Der kommt natürlich nicht aus dem Horasreich, aber er hat sich als fähiger Mannschafter erwiesen. Wir haben Menzel, Ganterwalde und Treurik Prüglaff schon. Sehr gut. Wärt ihr interessiert an einer, nun ja, ein Abenteuer, das uns nicht bezahlt wird? Selbstverständlich, wenn ihr die Rotzen stellt, Skorpione, wir können alles bedienen. Natürlich. 25 so. Mann, ein Halbbanner. Das würde reichen. Nun, wir haben 10 schwere Rotzen und nun ja, den Rest finden wir, wenn ihr versteht, was ich meine. Gerne sind wir bereit, mit unseren 25 Mann, dem Halbbanner, die 10 Rotzen zu bedienen. Nun, dann kommt vielleicht morgen zur gleichen Stunde in den Halben Humpen. Ihr kennt diese Taverne. Morgen, sagt ihr? Morgen. Ausgezeichnet. Wenn ich euch noch eine Empfehlung geben darf, werter Freund. Dort drüben, das sind zwar keine Horasier, aber sie ist eine meisterliche Sapeurin. Sie kommen von den Maulwürfen. Ich bin mir nicht sicher, wozu wir eine Sapeurin auf See brauchen. Nun, wer Schanzen graben kann, der kann sicherlich auch Geschütze bedienen. Zumindest ist das in den Diensten der Maulwürfe ebenso versehen. Nun, dann werde ich sie einmal ansprechen. Ich danke euch. Frau Wirtin, noch ein Glas Wein für den Herrn. Auf meine Rechnung. Bonsoir. Ja, ich würde darüber gehen. Gestattet, dass ich mich durchsetze? Ja, vor ihr sitzt eine wilde Torwalerin. Du bist dir nicht ganz sicher. Zumindest hat sie rote Haare und eine Augenklappe. Und stiert dich dann an. Ich bin die Oberistin. Wie der Rappelstein. Und im Maulwerfen. Habt euch gerade mit Nebelklang unterhalten, ja? Er empfahl mich euch. So, so. Und den habt ihr angeworben? Nun, er scheint mir fähig. Und nun ja. Er hat eine Visitenkarte. Ich hab keine. Schlimm? Nun, seid ihr fähig und willens, in unsere Dienste zu treten? Sie zieht vom Gürtel einen Dolch und steckt ihn vor sich in den Tisch. Bin von den Maulwürfen. Was bedeutet diese Geste, wenn ich fragen darf? Dass ihr mich beleidigt habt. Indem ich euch fragte, ob ihr in unsere Dienste treten wollt? Nee, indem du fragtest, ob ich fähig bin. Ah. Hast du noch nie was von den Maulwürfen gehört? Nun, Greta Maulwürfe. Wir haben in der Wildermark gekämpft. Nun dann. Also, wollt ihr anheuern? Ein halbes Banner habe ich vor Ort. Ich denke, das wird ausreichen. Habt ihr Mörser? Wir haben alles, was wir brauchen. Und was wir nicht haben, requirieren wir oder stellen das selber her. Seid ihr vertraut mit dem Bau von Geschützen? Bau? Ja, können wir auch. Hast du eine Schmiede? Natürlich. Eine Erfahrung. Du besorgst uns Schmiede. Eisen und wir bauen dir die Mörser. Fantastisch. 5 Stück. Dürfte ich euch zu einem Getränk eurer Wahl einladen? Bier. Frau Wirtin, 2 Biere. Nun, ihr müsst morgen einen Vertrag unterschreiben, um eure Anheuerung sicherzustellen. Die übliche Bezahlung und der Kodex. Die übliche Passi, genau. Sie nickt. Morgen im Halben Humpen. Ich werde da sein. Gut. Lasst euch das Bier schmecken. Ich würde mich dann erheben, mich kurz verbeugen. Ja. Hoffim, du kannst erkennen, vor dir haben sich jetzt unglaublich viele Trollzacker aufgereiht, die allesamt bei dir mitmachen wollen. Sie gehören aber zu Trag von Kickrach, also zu deinem Stamm. Aber jeder Einzelne will unterschreiben, mit seinem Blut. Ja, das ist Hey, ja. König! Hier, ja. Achsul will mitmachen. Und Chachuch.
Und ja. Stierkopf-Schamane will auch mitmachen. Ja, da freue ich mich, aber und wenn du ein Trollzacker bist und ich dein König, dann geht mal da vorne hin, da könnt ihr unterschreiben. Alle Trollzacker gliedern sich aus der Reihe aus. Ja, ich möchte mal Ausschau halten, ob ich ein paar Alanfana sehe. Ja, siehst du, die dort in einer sehr schattigen Ecke sitzen und wohl auch einen sehr schweren Rotwein gerade sich genehmigen und finster zu euch rüberstieren. Du kannst sie erkennen an ihren Helmen, wie sie eben auch nur die alanfanischen Eroberer tragen. Jalan, warte mal eine Sekunde, ich rede mal mit ein paar Landsmännern. Ja, den besten Männern Aventuriens. Außer natürlich bei Seidfuss. Ja, und den Rahmengardisten. Ja, das müsste passen. Ja, ich würde mal zu den Herren rübergehen. Ja, eine Freude, euch hier so weit weg von der Heimat zu sehen. Boah, unserem großen Faust. Ja, hat man euch hierhin bestellt, auf den Befehl meines Großmeisters? Befehl, ja, was war es unseren Wunsch? Wir haben zudem den Geleitschutz gestellt für Marchesa. Müsste man Marchesa kennen? Marchesca Paligan. Sie ist die schwarze Magierin, die ihr bestellt habt. Oh, eine Paligan. Wunderbar. Wo ist sie? Da drüben. Ja, zwei Tische weiter kannst du sie dort ebenso in den Schatten erkennen. Schwarz und schwarz. Mit einer sehr bleichen Haut. Männer, ich bin gleich wieder da. Sind wir dabei? Natürlich. Danke, Bruder. Wie viele seid ihr? Halbbanner, 25. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ja, ich würde mich bei der Magier an den Tisch setzen. Wirt, bring mir das Beste, was du hast. Eine Freude, euch zu empfangen, meine Dame. Ihr Sinne zum Gruß. Ihr seid Rafim, ja? Das ist richtig. Ich bin Abgängerin der Seekriegsschule und ich wurde bestellt. Die Fäuste haben mich selbst ausgesucht. Dann brauche ich nach keiner Qualifikation fragen, denn dann weiß ich, ihr gehört zu den Besten. Ebenso spielt eventuell mein Name eine Rolle. Aber auch darüber solltet ihr euch keine Gedanken machen. Wenn der Großmeister euch auswählt, habt ihr mein Vertrauen. Sie nickt. Ihr seid sofort angeheuert. Braucht keinen Test machen. Ich vertraue darauf, dass ihr fähig seid. Sonst wärt ihr nicht hier. So ist es. Ich würde jemanden schicken. Wo schlaft ihr? In einer der besseren Herbergen. Ich habe es nicht vorgezogen, hier zu nächtigen. Sie blickt sich aber so ein bisschen verächtlich um. Naja, es ist nicht allein von der, es ist halt, wir sind nah im Mittelreich, da ist der Standard tief. Ich werde einen der Dukatengarde zu euch schicken, wenn wir losfahren, damit er euch holt. Braucht ihr noch irgendwas? Wie ihr wünscht. Braucht ihr noch irgendwas? Nein. Gut. Wartet, ich hole eben die Liste. Ja, ich würde zu Jalan rüberlaufen. Jalan, ich habe 25 Dukatengardisten und eine Magierin angeheuert. Und was kosten die uns? Nur den üblichen Satz. Deren üblichen Satz oder unseren üblichen Satz? Den chorgefälligen Satz, den man für solche Männer zahlt. Fein, nimm die Liste mit. Da siehst du. Ich gucke den nächsten Leichtmatrosen an, der gerade vermutlich etwas bedrüppelt steht. Moment. Ich hab Zeit. Ich würde erst die Frau unterschreiben lassen und dann einmal die Liste bei den Dukatengardisten rumgeben lassen. Eine Freude, so viel Heimat auf dem Schiff zu haben. Oder? Eine Freude. Derweil kann Zulamin gerade noch entnervt die Übung mit Kanisetjana abschließen. Du bist nicht ganz zufrieden mit dem, aber er hat ja noch die nächsten paar Tage, Wochen Zeit. Da kannst du erkennen, wie eine bunte Truppe aus Gauklern, für Zorgan natürlich üblich, auf dich zukommt und sie sich nach der Reihenfolge vor dir verbeugen. Sie haben ihre Haut weiß gekalkt und du kannst mal auf Sagen und Legenden würfeln. Vielleicht kennst du sie ja. Oder auf Singen.
kennst sie. Es ist das großartige Quartett um Alea den Bescheidenen. Es ist Saltatio Mortis. Ah, werte Zulamin, hallo. Na, wir wollen auch mitmachen. Sind wir hier richtig? Wahrscheinlich nicht. Aber ihr seid die Hübscheste und in ganz Zorgern zu erkennen. Deswegen dachten wir, wir kommen direkt zu euch. Hallo. Die Götter mit euch. Wobei möchtet ihr mitmachen? Wir sind hier gerade beim Schwimmen üben. Naja, wir wollen anheuern. Ihr wollt anheuern? Aber ihr seid Künstler. Nein. Was wollt ihr auf einem Schiff? Seht es anders. Wir sind Moraloffiziere. Ja, wenn ihr gegen die finsteren Dämonen zieht und gegen die Stürme anficht oder in einer Flaute liegt, dann bricht die Moral. Und dann sind wir da mit Sang und Klang und Tat und Feuerspucken. Wir sind Saltatio Mortis. Wir können von Geschichten erzählen, die es nicht mal gibt. Daran zweifle ich nicht. Nun, aber wie gesagt, da seid ihr bei mir falsch. Ihr müsst euch zum halben Humpen begeben. Ach, ihr seid Offizierin genauso wie die anderen. Da braucht man gar keinen Kapitän. Ihr legt einfach gutes Wort für uns ein und dann sind wir dabei. Immerhin sind wir so großartig. Ihr kennt uns. Wir sind Saltatio Mortis. Nun, dann begleitet uns doch. Wir wollten uns sowieso soeben auf den Weg machen. Ja, das machen wir. Währenddessen steigt wohl einer von den, Lasterbalg der Lästerliche, steigt auf so ein Einrad. Und während er auf dem Einrad ein Schwert schluckt, kannst du sehen, wie Jean Merchant irgendwie Feuer spuckt und neben dir hergeht und sie ein bisschen Musik sorgen, während ihr. Der eine sehr nass, gut, die andere auch, aber dann nicht ganz so lächerlich wie Kanisetianer, dann in Richtung der Taverne geht. Wohltags. Oh. Ja, ich würde dann auch in die Taverne eintreten, mich erstmal umgucken, dann sehe ich wahrscheinlich... Hey, hinten anstellen, Arschloch! Was? Hey, du sprichst mal mich mit seinem ersten Bordmagier, also... Haha, verarscht. Hey, Boltag, schön, dass du da bist. Du kannst es vor dir sehen, Andreano Vespucci, der Bewegungsmagier aus Belhanka. Andreano, Mann, dass ich dich hier treffe. Du lässt dich aber auch von jedem rumkriegen, oder? Du hast deine Illusion aber auch wirklich gut gemacht. Diese Maske, ich hab dich erst nicht erkannt. Andreano, komm, setz dich zu mir, trink ein Bier. Ja, du kannst sehen, wie er auf dem Stuhl sitzen bleibt und der Stuhl hoppelt, geht mit seinen Beinen auf dich zu. Oh, ich liebe diese Zaubertricks. Fantastisch. Ja. Bist du hier, um dich einzuschreiben? Ja, natürlich. Oh, das auf die guten alten Zeiten, Mann. Ja, Rafim, bring mal die Liste rüber. Richtung mal mit dem. Ja, Rafim, du siehst, wie dir die Liste aus der Hand fliegt und direkt auf den seltsamen Mann zu. Ah, genau. Unsere Liste, du setzt dich einfach hier drauf und ich kenne dich ja. Er öffnet seinen Mantel, eine Feder schwebt raus und unterschreibt automatisch. Ah, das ist all deine Tricks. Ah, ich vermisse es, die Zeit. Auf die guten alten Zeiten, Mortar. Erinnerst du dich noch, wie wir unsere Leben gequält haben? Mann, waren wir betrunken. Oh ja, das war fantastisch. Jeden dritten Tag, ach. Das ist schon 2 Jahre her. Oh, schon 2 Jahre. Wie ist es dir ergangen? Ach, ja, also soweit. Ich habe Xeran umgebracht. Ich habe mir meinen Dolch in die Rippen gestoßen. Mensch. Mehrmals. Wow. Warst du betrunken? Wie betrunken? Nein, nicht ob du betrunken warst. Wie betrunken warst du? Ja, ein bisschen. Aber das darfst du nicht so laut sagen. Würde ja an meiner... Integrität zweifeln lassen. Jetzt sei doch nicht so verklemmt, Mann. Nein, ach Quatsch. Also, ich stell dich mal kurz vor. Jalan! Hey, weißt du was? Wir sind in Aranien. Wir können uns hier richtig wegballern. Die ganzen Drogen, die in Belhanka verboten sind, Mann, die können wir hier eine nach dem anderen wegzischen. Oh, ich weiß genau die richtige Person dafür. Lass mal ein bisschen Kaktus rauchen gehen, Mann. Oh. Kaktus. Er rückelt so ein bisschen an deiner Schulter. Kaktus, Mann, Chiriatscha, komm. Boah, wir ziehen uns eine richtige Pfeife. Darf ich vorstellen, unseren zweiten Bordmagier? Ich hoffe, die Disziplin deines Kameraden.
erstreckt sich nur an Land soweit. Scusi, Signore. Adriano Vespucci, Bewegungsmagier aus Belanca. Angenehm. Was könnt ihr? Ich kann klatschen und du kannst sehen, wie der Vertrag unterschrieben. Einmal pustet er drauf und dann schwebt er wieder in deine Hand zurück. Dann schwebt er aus deiner Hand zurück, rollt sich auf und wird sich hinter dein Ohr klemmen. Könnt ihr auch Dinge, die keine Zaubertricks sind? Ja, wenn ich betrunken bin, dann geht das. Ja, ich sag dir das nur einmal. Wenn du frech zu der Dame da hinten bist und ich zeige auf die Polygana-Magierin, dann werden die da vorne, und ich zeige auf die Dukatengarde, dich ersaufen. Also das verstanden? Sei doch mal entspannt. Willst du ein bisschen Kaktus rauchen? Na, das ist ein Angebot. Aber trotzdem werden wir dich dann ersaufen. Außerdem, ich sehe kurz, ob das Blatt aber wirklich vernünftig unterschrieben hat. Na gut, sei morgen früh am Hafen. Rafim, du musst dir keine Sorgen machen. Vespucci ist ein Ehrenmann. Also, wirklich. Greifenmund, ich bin enttäuscht. Das sind eure Bordmagier? Magistra Kohlrab. Eine schneidende Stimme. Und noch ehe du dich umdrehst, hast du sie erkannt. Das ist lange Jahre her, aber Magistra Kohlrab. Nun, die Zeiten sind hart und wir nehmen, was wir kriegen können. Ihr nehmt, was ihr kriegen könnt? Wie auch beim letzten Mal, ja? Und beim letzten Mal hat es für uns ja... Habt ihr nicht dazu gelernt? Versichere euch, es ist kein zwielichtiger Magier mit einem verwachsenen Homunculus dabei. Währenddessen kannst du sehen, wie Zulamin Nass gemeinsam mit einem Kanyesetianer in Unterhose reinkommt und er direkt auf euch zukommt. Das sorgt nur dafür, dass Magister Kohlrab eine Augenbraue anzieht und dich verächtlich ansieht. Der Mann kommt mit den besten Referenzen. Ich hab Schwimmen geübt. Kann ich jetzt in eure Tagebücher reingucken? In allerbesten Referenzen. Natürlich. Tragt euch hier ein, ja? Ich werde die erste Bordmagierin sein. Ich habe keine Lust mehr, unter einem Morenes die zweite Geige zu spielen. Ja, tut mir leid, aber Abemir ist nicht der erste Bordmagier. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ihr spielt unter mir die dritte Geige. Ein Geode, ja. Ganz recht. Und wer soll die zweite Geige spielen? Ja, mein guter Freund hier aus Belhanka. Sicher nicht. Ja. Ihr habt die Stelle. Ey, sei mal nicht so verklemmt. Sie nickt, greift dann mit einem weiteren verächtlichen Blick an die Liste, die zusammengerollt hinter deinem Ohr klemmt, und unterschreibt. Ich habe Schwimmen gelernt. Kann ich jetzt in eure Bücher reingucken? Das würde mich wirklich interessieren. Erst mit euch eintragen, dann ja. Ich habe mich doch schon gestern eingetragen, oder? Aber nicht auf diese Liste. Ach so, ja, ich unterzeichne kurz. Ja, warte, bis Magister Kohlrab fertig ist und... Vortrags, warum nimmst du den guten Alchemisten und deinen Freund nicht und führst dir ein wenig herum? Zu Hause. Oh ja, das ist eine gute Idee. Wir können über allerlei alchemistische Tätigkeiten reden, nicht wahr? Und nicht da, wo Leonida euch sehen kann. Angrosch, deine Grüße, Vortrags. Hallo. Ah, oh, Angrosch Mina. Oh, das ist aber eine Freude, dich zu sehen. Was machst du denn hier? Ich habe angeheuert. Oh, ich dachte mir, ihr habt noch keine Werkstatt oder sowas an Bord. Und naja, Angrosch ist auch auf See. Das freut mich aber. Also ganz besonders. Ich dachte schon, ich müsste wieder der einzige Zwerg an Bord sein. Aber jetzt weiß ich, dass wir in fähigen Händen sind und nichts passieren kann. Mit Angroschs Segen und mit Sumus. Was soll da passieren? Ja, alles gut. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Hab schon nicht an dich gedacht. Ich auch an dich. Hab mich gefragt, was du so tust. Ja. So als Herumtreiber. Naja, ich musste Xerania erdolchen. Der hat ja ganz schön viel Trubel gemacht. Aber jetzt bin ich wieder da und jetzt haben wir hoffentlich auch ein bisschen mehr Zeit.